Das Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig verleiht regelmäßig den Preis Paper of the Month und würdigt damit herausragende Publikationen von Nachwuchswissenschaftlern. Die Preisträgerin für den Monat Juli 2015 ist Gisa Gerold vom TwinCor in Hannover. Ja, mein Name ist Gisa Gerold und ich bin Postdoc am Institut für Experimentelle Virologie unter der Leitung von Professor Thomas Pietschmann. Und die Arbeiten, die wir jetzt publiziert haben, haben ihren Ursprung während meiner Postdoc-Zeit in den USA an der Rockefeller Universität in New York in dem Labor von Charlie Weiss. In unserem Paper ging es darum, eine neue Methodik zu etablieren, mithilfe derer man untersuchen kann, was genau passiert auf molekularer Ebene, wenn ein Virus an die Wirtszelle bindet. Und zwar hatte ich die Hypothese aufgestellt, dass wenn diese Bindung stattfindet an den Rezeptor auf der Oberfläche der Wirtszelle, dass dann innerhalb der Wirtszelle andere Interaktionen an diesen Rezeptor stattfinden. Das heißt, dass es da dynamische Änderungen gibt. Und um diese Hypothese zu testen, haben wir eine Methodik entwickelt, zusammen mit den Forschern am Max-Planck-Institut für Biochemie in Martinsried. Und zwar haben wir quantitative Massenspektrometrie benutzt. Diese Methodik erlaubt es uns jetzt anzuschauen, welche Proteine innerhalb der Zelle mit den Rezeptoren auf der Wirtszelle interagieren, in der Abwesenheit oder der Anwesenheit von gebundenen Viruspartikeln. Diese Erkenntnisse sind wichtig, um besser zu verstehen, wie auf molekularer Ebene ein Virus in eine Zelle eintritt. Und langfristig können einem diese Erkenntnisse auch helfen, mögliche Interventionsstrategien zu entwickeln, Therapien zu entwickeln. Das ist nicht unser Schwerpunkt, aber aus diesen Erkenntnissen kann sich das natürlich entwickeln. Es gibt mehrere Folgeprojekte. Also unsere Studie hat im Grunde genommen sogar vier neue Richtungen eröffnet. Also erstens hat die Methodik, die wir jetzt etabliert haben für den Virus-Eintritt, lässt sich übertragen auf andere Schritte im Virus-Lebenszyklus und das wird hier von einem Doktoranden gemacht. Zweitens kann das Protein, das wir gefunden haben im Rahmen dieser Studie, auch beteiligt sein an der Leberkrebsentstehung. Und das möchten wir jetzt untersuchen, denn für Hepatitis C-Virus, der Gegenstand dieser Untersuchung, ist bekannt, dass es zu Leberkrebsentstehung kommen kann und das wollen wir uns auch anschauen. Und was mir auch sehr am Herzen liegt, ist die Weiterentwicklung dieser Methoden. Also wir sind dabei, diese Methoden zu verbessern und in dem Rahmen möchten wir, das ist sozusagen der Traum für die Zukunft, eine Pipeline entwickeln, mithilfe derer wir auch für Emerging Viruses, für neu aufkommende Viren, zu denen wir noch nicht viel wissen, untersuchen, wie diese genau in die Wirtszelle eindringen. Wir haben eine Methodik entwickelt, die es erlaubt, die dynamischen Prozesse beim Pathogeneintritt in eine Wirtszelle zu untersuchen.